In diesem Video zeige ich euch einige spannende Tricks rund um das Thema Telefonieren mit eurem iPhone. Viel Spaß! Das iPhone nutzt man heutzutage im Alltag für so viele Dinge, da geht die eigentlich ursprüngliche Funktion, nämlich das Telefonieren, schon mal schnell unter. Daher zeige ich euch jetzt einige Tipps und Tricks rund um das Telefonieren mit eurem iPhone, die ihr so vielleicht noch nicht alle kennt oder vielleicht auch noch nicht alle nutzt. Legen wir gleich los mit dem ersten Trick. Und zwar könnt ihr für einzelne Kontakte einstellen, welche App standardmäßig gestartet werden soll, wenn ihr den Kontakt anruft. Wenn ihr zum Beispiel mit einem bestimmten Kontakt nicht über die iPhone-App telefonieren wollt, sondern zum Beispiel lieber über WhatsApp, Skype, FaceTime etc., dann könnt ihr dies als Standard hinterlegen. Geht dazu in eure Kontaktliste und wählt dann den gewünschten Kontakt aus. Hier oben habt ihr dann die verschiedenen Icons, über die ihr den Kontakt dann entsprechend kontaktieren könnt. Und wenn ihr jetzt hier auf den Anrufen-Knopf drückt, dann seht ihr, wird die standardmäßige Telefon-App gestartet. Aber ihr könnt jetzt hingehen und auf diesen Knopf drücken und gedrückt halten. Dann erscheint nämlich diese Auswahl. Und wenn ihr hier jetzt zum Beispiel WhatsApp auswählt, dann wird einmal kurz ein WhatsApp-Anruf gestartet. Aber wenn ihr diesen jetzt stoppt, und dann zurück in die Ansicht wechselt der Kontaktliste, dann seht ihr schon, ist das jetzt hier oben geändert auf WhatsApp. Und wenn ich jetzt halt auch aus dieser Kontaktliste herausgehe und die dann das nächste Mal aufrufe, dann ist das hier oben standardmäßig auf WhatsApp eingestellt. Ihr seht, das dauert kurz, bis das umspringt manchmal. Aber jetzt werdet ihr immer, sobald ihr hier auf den Anrufknopf drückt, automatisch WhatsApp starten, anstatt die standardmäßige Telefon-App des iPhones. Immer wieder gibt es Situationen im Alltag, in denen man die eigene Rufnummer wissen muss, doch die wenigsten kennen ihre Handynummer heute noch auswendig. Um eure eigene Nummer herauszufinden, gibt es verschiedene Wege. Ihr könnt zum Beispiel Siri fragen: Hey Siri, wer bin ich? Und dann erhaltet ihr hier eine Karte mit diesen Infos, wo dann unter anderem auch eben eure Handynummer angezeigt wird. Alternativ könnt ihr in den Einstellungen und dort unter Telefon eure Rufnummer anzeigen. Und die dritte Möglichkeit führt über die Telefon-App. Wenn ihr diese aufruft und dann auf die Kontakte geht und einfach nach oben scrollt, indem ihr hier auf die Uhrzeit tippt und dann einmal oben auf euren Namen tippt, dann wird euch ebenfalls eure Handynummer angezeigt. Falls ihr eure eigene Rufnummer bei Anrufen übrigens nicht mit übermitteln wollt, sprich, dass der oder diejenige, die anruft, eure Nummer nicht sieht, habt ihr ebenfalls verschiedene Möglichkeiten. Entweder könnt ihr in den Einstellungen und erneut unter Telefon dann die Option unter Meine Anruf-ID senden ausschalten und jetzt würden nie wieder eure Telefonnummer gesendet, egal wen ihr anruft. Wenn ihr allerdings eure Rufnummer nur für einen bestimmten Anruf unterbinden wollt, dann könnt ihr das auch mit einem Zahlencode machen, welchen ihr vor der eigentlichen Telefonnummer eingeben müsst. Wenn ihr in der Telefon-App eine Nummer wählt, dann müsst ihr zuerst den Code Raute 31 Raute eingeben, gefolgt von der eigentlichen Telefonnummer. Und wenn ihr jetzt über die grüne Anrufentaste den Anruf ausführt, dann wird aufgrund dieses vorangestellten Codes eure Handynummer nicht übertragen. Das gilt aber wirklich nur einmalig für diesen gerade getätigten Anruf. Wenn ihr wollt, könntet ihr jetzt natürlich auch gezielt diesen Code für bestimmte Kontakte bei euch in der Kontaktliste mit einspeichern. Ihr würdet dann einfach den jeweiligen Kontakt auswählen, auf Bearbeiten gehen und dann hier vorne die Nummer bearbeiten und dann hier ebenfalls den Code Raute 31 Raute eingeben und könntet das dann speichern. Und jetzt würde für diesen Kontakt, da immer der Code vorangewählt wird, nie wieder eure Rufnummer übermittelt. Aber für alle anderen Kontakte wird eure Rufnummer standardmäßig weiter übermittelt. Für den Ziffernblock aus der Telefon-App, wo ihr Nummern wählen könnt, gibt es übrigens noch verschiedene andere Möglichkeiten, die ihr hier nutzen könnt. So könnt ihr übrigens die zuletzt gewählte Rufnummer einfach erneut anrufen, indem ihr einfach nochmal auf den grünen Punkt drückt und jetzt könnt ihr erneut drücken und dann wird die Nummer einfach erneut gewählt. Über den Ziffernblock könnt ihr übrigens auch verschiedene Codes eingeben, um einige versteckte Funktionen aufzurufen. Wenn ihr zum Beispiel die 1 drückt und lange gedrückt haltet, dann wird automatisch eure Mailbox angerufen und ihr könnt diese abhören. Mit dem Code STERN-RAUTE06-RAUTE könnt ihr euch übrigens die Geräteinfos, wie zum Beispiel eure E-Mail-Nummer, für euer iPhone anzeigen lassen. Und so gibt es noch einige andere Codes, die je nach Netzbetreiber aber nicht immer funktionieren und im Alltag eigentlich auch nicht wirklich hilfreich sind.
wie zum Beispiel der Code Stern 3001 Raute 12345 Raute Stern, mit dem ihr ein geheimes Menü öffnet, mit Informationen rund um euren Mobilfunknetzanbieter. Aber hier sind jetzt nicht wirklich so spannende Informationen drin. Deswegen erspare ich euch jetzt auch die anderen Codes. Aber ich wollte es euch einfach mal zeigen, dass es hier verschiedene Codes gibt, die ihr auf dem Ziffernblock eingeben könnt, mit dem ihr bestimmte Funktionen aufrufen könnt. Wenn es euch übrigens immer mal wieder passiert, dass ihr eigentlich nur die Lautstärke für Inhalt auf eurem iPhone, wie zum Beispiel einem Video, hoch- oder runterstellen wolltet, ihr aber aus Versehen die Klingeltonlautstärke hier über die Lauter- und Leiser-Taste verändert, dann könnt ihr dies auch ganz einfach sperren. Geht dazu in die Einstellungen, dann auf den Menüpunkt Töne und Haptik und jetzt seht ihr hier den Menüpunkt mit Tasten ändern. Diese Option müsst ihr ausschalten und jetzt habt ihr hier drüber den Schieberegler, wo ihr die Einstellung für die Klingeltonlautstärke einmalig vornehmen könnt. Und wenn ihr die dann so eingestellt habt, dann bleibt die auch für immer so eingestellt, bis ihr sie halt wieder über diesen Schieberegler verändert. Aber ihr werdet sehen, wenn ich jetzt die Lauter- und Leiser-Taste drücke, dann seht ihr, verändere ich nur noch die Lautstärke und nicht mehr wie zuvor aus Versehen die Klingeltonlautstärke. Ihr könnt einstellen, dass euch eingehende Anrufe von Siri angekündigt werden. Sprich, dass sie euch den Namen des Anrufers sagt beim Klingeln eures iPhones. Das ist zum Beispiel hilfreich beim Autofahren, da ihr so wisst, wer euch anruft, ohne auf das Display schauen zu müssen. Geht dafür in die Einstellungen, dann auf Telefon und dann auf den Menüpunkt Anrufe ankündigen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit einzustellen, dass die Ankündigung immer erfolgen soll oder ihr könnt sagen, nur wenn ihr Kopfhörer tragt oder ihr könnt sagen, dass ihr die Ankündigung haben wollt, wenn ihr Kopfhörer tragt oder wenn ihr euch eben im Auto befindet, sprich wenn euer iPhone mit dem Bluetooth eures Autos verbunden ist. Sobald ihr die Option aktiviert habt, könnt ihr einfach hier zurückgehen, dann ist es gespeichert. Und wenn euch jetzt jemand anruft, dann wird euch Siri den Anrufernamen vorlesen. iPhone Tricks. Wenn ihr wollt, könnt ihr zusätzlich auch noch eine visuelle Benachrichtigung aktivieren, wenn ein Anruf eingeht. Geht dazu in die Einstellung und dann auf den Menüpunkt Bedienungshilfen und dort auf Audiovisuell, dafür müsst ihr etwas nach unten scrollen und dann habt ihr hier den Menüpunkt LED-Blitz bei Hinweisen. Wenn ihr diesen aktiviert, könnt ihr noch auswählen, ob dieser LED-Blitz auch bei aktiviertem Lautlosmodus eingeschaltet werden sein soll. Beachtet, dass der Blitz aber nicht nur bei Anrufen, sondern auch zum Beispiel bei Nachrichten oder anderen eingehenden Hinweisen blinken wird. Aber wenn ihr jetzt euer iPhone im Sperrzustand habt und euch dann jemand anruft, dann werdet ihr sehen, dass jetzt zusätzlich noch der Name vorgelesen wird, aber halt auch der Blitz eine visuelle Erkennung gibt, dass ein Anruf eingeht. Ihr könnt übrigens auch einstellen, dass Anrufe automatisch mit eingeschaltetem Lautsprecher angenommen werden sollen. Geht dazu in die Einstellungen und dann auf den Menüpunkt Bedienungshilfen und dann auf den Menüpunkt Tippen und hier findet ihr dann den Menüpunkt Anruf Audioausgabe, wenn ihr nach unten scrollt. Und wenn ihr hier drauf tippt, habt ihr diese Auswahl und diese könnt ihr jetzt auf Lautsprecher stellen und wenn jetzt ein Anruf eingeht, dann werdet ihr sehen, dass automatisch, wenn ich das annehme, hier der Lautsprecher schon von alleine aktiviert ist, ohne dass ich den antippen muss. In den Einstellungen unter Bedienungshilfen findet ihr unter dem Menüpunkt Audiovisuell übrigens auch die Funktion Geräuschunterdrückung. Wenn ihr diese aktiviert habt und euer Telefon beim Telefonieren ans Ohr haltet, dann findet eine Art Geräuschunterdrückung der Umgebungsgeräusche statt, sodass ihr euren Gesprächspartner besser hören könnt. Wenn ihr einen eingehenden Anruf ablehnen wollt, dann gibt es dafür auch verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr lediglich das Klingeln eines eingehenden Anrufes stummschalten wollt, dann müsst ihr einfach nur einmal auf die Lauter- oder Leiser-Taste drücken, während es klingelt. Und dann werdet ihr sehen, der Klingelton hört sofort auf zu klingeln. Der Anrufer merkt davon nichts, bei ihm klingelt es im Hörer ganz normal weiter. Und auch auf eurem Display habt ihr nach wie vor die typische Ansicht für den eingehenden Anruf und könnt ihn immer noch nach Belieben annehmen. Durch Drücken auf den Einschaltknopf während eines Anrufs könnt ihr diesen abweisen. Ist eure Mailbox aktiviert, wird der Anrufer direkt dorthin weitergeleitet. Ansonsten wird der Anruf direkt abgewiesen, sprich beendet. Wenn ihr während eines eingehenden Anrufs auf diesen Nachrichten-Button hier tippt, dann habt ihr die Möglichkeit, den Anruf abzuweisen und gleichzeitig eine Nachricht zu schicken. Ihr habt hier die Auswahl aus diesen drei vorgefertigten Nachrichten, könnt aber auch hier durch Tippen auf eigene eine eigene Nachricht eingeben, um diesen Anrufer abzuweisen. Diese drei Standardnachrichten hier könnt ihr übrigens auch anpassen. Und zwar könnt ihr das machen, wenn ihr in die Einstellungen geht und dann auf den Menüpunkt Telefon und dann hier auf den Menüpunkt mit Nachricht antworten.
Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, einfach eine der drei Nachrichten anzutippen und einen gewünschten Text einzugeben, damit ihr diesen später mit einem Klick bei einem eingehenden Anruf nutzen könnt, um diesen Anruf abzuweisen und eine Nachricht zu verschicken. Wenn ihr während eines eingehenden Anrufs auf diesen Erinnerung-Button hier tippt, dann könnt ihr den Anruf ebenfalls abweisen und automatisch eine Erinnerung für euch einstellen lassen. Diese könnt ihr entweder auf in einer Stunde stellen oder beim Weggehen, das heißt, wenn ihr den Ort, an dem ihr euch gerade aufhaltet, verlasst. Wenn ich jetzt hier in einer Stunde auswähle, dann seht ihr auch, wenn ich hier auf die Erinnerung gehe, dass mir hier eine Erinnerung hinzugefügt wurde, eine Stunde später, dass ich den Anrufer zurückrufen sollte. Während eines Anrufs könnt ihr euer Mikrofon einfach stumm schalten, indem ihr hier auf diese Stummtaste drückt. Das werdet ihr sicherlich kennen. Aber ihr könnt jetzt auch hingehen, den Stumm-Button drücken und gedrückt halten und dann wechselt ihr nach kurzer Zeit nämlich in den Anruf-Halten-Modus und der Gesprächspartner wird in eine Warteschleife geschickt. Im Gegensatz zur einfachen Stummschaltung erhält der andere Teilnehmer hier aber eine entsprechende Ansage, dass er sich in einer Warteschleife befindet. Wenn ihr erneut auf das Icon tippt, dann könnt ihr den Gesprächspartner wieder zurück in das Telefonat holen. Ihr könnt anonyme Anrufe automatisch blockieren. Wenn dann jemand als anonym, sprich mit unterdrückter Rufnummer anruft oder eine Nummer anruft, die nicht in euren Kontakten gespeichert ist, klingelt euer iPhone nicht und der Anrufer wird automatisch abgewiesen oder bzw. auf eure Mailbox weitergeleitet. Um diese Funktion zu aktivieren, müsst ihr in die Einstellung gehen, dann auf den Menüpunkt Telefon und hier auf den Menüpunkt Unbekannte Anrufer stummschalten. Wenn ihr diese Option einschaltet, dann werden die Anrufe wie gesagt blockiert. Anrufe von euren bekannten Kontakten oder Personen, die Siri zum Beispiel aus E-Mails oder Ähnlichem kennt, werden natürlich nicht geblockt. Und auch über die geblockten Anrufe werdet ihr über eure Anrufliste informiert, da ihr dann den geblockten Anruf und die Nummer sehen könnt und bei Bedarf zurückrufen könnt. Wenn ihr stattdessen lieber gezielt nur bestimmte Kontakte oder Nummern blockieren wollt, dann könnt ihr das entsprechend unter dem Menüpunkt Blockierte Kontakte machen, indem ihr dann hier einfach den entsprechenden Kontakt hinzufügt. Falls euch eine unbekannte Nummer anruft und ihr herausfinden wollt, wer dahinter steckt, dann schaut einmal in die Videobeschreibung, denn dort habe ich euch einen Artikel von uns verlinkt, der euch verschiedene Tricks zeigt, um eventuell herauszufinden, wem eine unbekannte Nummer gehört. Wenn ihr zum Beispiel aus beruflichen Gründen eingehende Anrufe umleiten wollt, dann könnt ihr das in den Einstellungen und dort unter Telefon und dann unter Rufweiterleitung aktivieren. Jetzt müsstet ihr hier die entsprechende Nummer eingeben, an die der eingehende Anruf weitergeleitet werden soll. Beachtet dabei, dass je nach Tarif für eine solche Weiterleitung Extrakosten entstehen können. Wenn ihr die Rufweiterleitung allerdings öfters am Tag ein- oder ausschalten müsst, dann kann der ständige Weg in die Einstellung schon sehr nervig sein. Daher gibt es einen kleinen Trick, den ihr nutzen könnt. Legt euch einen Kontakt an, den ihr zum Beispiel Rufumleitung nennt. Tippt jetzt hier auf Telefonnummer hinzufügen und jetzt, bevor ihr die eigentliche Rufnummer eingibt, müsst ihr zunächst die Kombination Sternchen, Sternchen, 2, 1, Sternchen eingeben, gefolgt von der Telefonnummer und dann müsst ihr am Ende nochmal die Kombination Raute 7 eingeben. Tippt dann hier links noch auf den Punkt Privat und wählt dann zum Beispiel hier den Menüpunkt Ein aus, beziehungsweise falls ihr den noch nicht habt, müsst ihr auf eigenes Etikett drücken. Dann könnt ihr hier Ein eingeben und jetzt geht ihr hier erneut auf Telefonnummer hinzufügen, wählt hier Privat aus, gebt hier dann dieses Mal Aus ein und zum Ausschalten gebt ihr jetzt die Kombination Raute, Raute 002, Raute ein. Wenn ihr fertig seid, drückt ihr einfach hier oben rechts auf Fertig, um das Ganze zu speichern. Und jetzt habt ihr quasi einen Kontakt angelegt mit zwei Rufnummern, einmal die Ein- und die Ausnummer, wo ihr quasi die Rufumleitung einschalten könnt und dann werden alle Anrufe an die hinterlegte Nummer weitergeleitet und ihr könnt sie ausschalten. Was ihr jetzt noch machen müsst, ist hier unten auf Zu Favoriten tippen, dann müsst ihr hier unten auf den Menüpunkt Anrufen tippen, dann einmal die Nummer Ein auswählen. Jetzt habt ihr die hier zu den Favoriten hinzugefügt, das erkennt ihr an dem kleinen Stern da oben. Das gleiche wiederholt ihr jetzt nochmal für die Ausnummer, indem ihr hier auch wieder auf Anrufen geht und dann Aus ebenfalls zu den Favoriten hinzufügt. Und wenn ihr nämlich jetzt in die Telefon-App geht, habt ihr dort die Favoriten Rufumleitung ein und Rufumleitung aus. Wenn ihr jetzt nämlich einfach auf den Rufumleitung ein Eintrag tippt, dann wird die entsprechende Nummer mit dem vorangestellten Code angerufen, was automatisch dazu führt, dass die Rufumleitung aktiviert wurde und zur Bestätigung erhaltet ihr hier solche eine Ansicht, wo ihr seht, die Rufweiterleitung wurde für Sprache etc. aktiviert. Wenn ihr entsprechend auf Rufumleitung ausdrückt,
dann wird das Ganze wieder deaktiviert, sprich die Rufumleitung wird abgeschaltet und ihr erhaltet hier auch nochmal eine erfolgreiche Meldung, dass das Löschen stattgefunden hat. Und so könnt ihr dann quasi mit nur einem Klick in den Favoriten die Rufumleitung ein- bzw. ausschalten, wenn ihr auf den jeweiligen Eintrag tippt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert doch gerne kostenlos unseren Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch in Zukunft keine iPhone-Tricks-Videos von uns mehr verpasst. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.